Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Silent Hunter 4 Wolves of the Pacific. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ewig her. Wir sind immer noch auf der USS Steelhead, ein U-Boot der Gato-Klasse. Wir schreiben das Jahr 1944, 23. Januar. Wir haben eine Mission, wir sollen hier in dem Gebiet hier rumpatrouillieren und feindliche Handelsschiffe angreifen. Gut, wir setzen mal ein paar Suchkurse. Ich ziehe jetzt einfach mal ein paar Linien, so ganz wahllos. So, hier fliegt noch ein feindliches Flugzeug durch die Gegend. Gut, wir gucken mal kurz auf die Brücke. Wie sieht es mit den Wetterverhältnissen aus? Leichter Wellengang, sieht ganz gut aus. Gut, wir fahren mal weiter. Wir haben das Radar an. Sehr schön, sehr schön. Die Männer gehen mal zurück. Ich glaube, ich habe, während wir gespeichert haben, sehr viel Mist gebaut. Okay, dann würde ich sagen, runter auf Zero-Tiefe, Zero einfahren. Wir machen erstmal ein paar Tage Pause. Gut, wir machen erstmal Pause, bis die Jungs soweit runter mit der Erschöpfung sind. Weil die sind vollkommen erschöpft, alle miteinander. Teilweise schon zur Hälfte wieder normal. Aber ein großer Teil ist am Schlafen und ja, dem sollten wir entgegenwirken, indem wir erstmal ein paar Tage Pause machen. Vielleicht kommt uns ja das ein oder andere Handelsschiff entgegen. Funkspruch, Funkspruch, Funkspruch. Wir gucken schnell in die Verwaltung. Den Männern geht es wieder einigermaßen gut. Die Erschöpfung, die ist auf minimalistischem. Wir gehen mal auf Standardfahrt voraus und gucken mal, ob wir was finden. Tagsüber würde ich sagen, bleiben wir getaucht wegen den ganzen Flugzeugen. Ich kann mal kurz das Zero ausfahren, vielleicht kommt ja das ein oder andere Flugzeug entgegen. Jetzt nicht mehr, wir tauchen schnell auf, Radar an und gucken mal nach Feindschiffen. Hier oben soll ein Konvoi fahren, aber Konvois greifen wir nicht an. Handelsschiffe im Konvoi sind immer schwer gesichert. Ja, Wachwechsel, das ist sehr gut. Da hinten kommt ein Flugzeug auf uns zu, fliegt aber an uns vorbei. Auf dem Rückweg, genauso. Wir kommen nicht mal in Reichweite ihrer Sensoren. Wir haben hier unten ein Schiff, mittelschnell. Und was erreichen wir, wenn wir Kurs Südwest, volle Fahrt voraus. Das Schiff müssen wir uns schnappen. Ich hoffe, dass wir es noch kriegen. Ey, da hinten fährt eins. Kurs Nordost. Wir drehen schnell bei. Da haben wir's. Ein Einzelfahrer. Tödlich in diesen Gewässern. So, wir haben ihn jetzt im Horchgerät. Ich kann ja mal kurz aufs Horchgerät übergehen. Okay, 3,25. Ich weiß nicht, kann man es hören? Ich glaube nicht so. Moment, einen Moment. Sonnenstellung. Effektlautstärke machen wir ran voll. Achtung. Man hört so ganz leicht die Schraubengeräusche raus. Nur sehr leicht. So, wir stellen den Sound wieder zurück, weil wenn wir anfangen zu schießen, könnte es etwas zu laut werden. Weiter. Gut, zurück. Im Hinsicht auf den Kurs würde ich sagen, wir drehen noch ein Stück ein. Was? Ein großes Frachtschiff. Wir messen mal kurz die Entfernung. Etwa 4 Kilometer. Ja, wir fahren noch ein Stück ran. Wir gucken mal, dass wir noch ein Stück rankommen. Vielleicht noch ein bisschen den Kurs anpassen. Wir gucken jetzt mal aufs Seerohr. Ja, die Wellen sind noch ein bisschen zu hoch. Wir locken das 10 mal ein. Da ist er gewesen. Und wir werden mal kurz auf Außensicht schalten. Hier sind wir. Schön unter Wasser unterwegs. Hier fährt ein japanischer großer Frachter, den wir natürlich versenken wollen. Gut, wir passen den Kurs noch ein Stück an. Mehr Ostkurs. Gut, wir passen mal kurz die Torpedos ein. Hohe Geschwindigkeit. So, jetzt brauche ich geschwind mal das Schiffslogbuch. Nein, wir wollen die Merchants.
Was suchen wir? Moment. Großes Frachtschiff, alt. Großer Truppentransporter, Landungsboot, Truppentransporter, große moderne, kleiner Tanker, mittlerer Tanker, drei Tanker. Großer Frachter, alt. Tiefgang etwa 8 Meter. Wir locken das Ziel nochmal ein. Okay, jetzt muss es schnell gehen. Wir haben etwa 8 Meter Tiefgang, das heißt, wir gehen mal auf 7 Meter. Na, komm, nicht so tief. 7 Meter habe ich gesagt. Wir gehen mal auf Contact. Gut, Feuer Nummer 1. Wir schnappen uns Torpedo Nummer 2. Schießen den ebenfalls mal auf 6,5 Meter ungefähr. Und feuern erneut. In etwa einer Minute müssen wir krachen. Wir gehen mal auf die Angriffskarte. Machen wir jetzt mal alles Unnötige weg. Die Uhr lassen wir mal hier. Hier sind man unsere zwei Torpedos. Schön auf Laufbahn. Hier den Frachtkurs. Den Kurs des Frachters. Und so wie es aussieht, werden unsere Torpedos in schön im Heck. Okay. Okay, wir zoomen schnell ran. Nummer 1 hat getroffen. Hier läuft die Nummer 2. Oh ja. Das war laut. Aber wir haben ihn erwischt. Wenn wir Glück haben, hat es ihn die Schraube zerfickt. Das heißt, der wird langsamer. 4, 3, wir behalten ihn im Auge. Locken wir aufs Ziel ein. 2. Ah ja. Ja, wir haben ihn versenkt. Sehr schön, sehr schön. So, wir gucken uns schnell im Logbuch an, was haben wir da zerstört. Großes Frachtschiff alt. Längen, Breitengrade sind unwichtig. 8321 Tonnen. Ja, das freut mich. Es sind nur 4 Tage seit unserem letzten Opfer vergangen. 4 Tage sind eine lange Zeit. Wir tauchen mal schnell auf, hauen uns Radar an. Wir haben jetzt hier die ersten Flugzeuge, die natürlich wieder fliegen müssen. Gut. Ich habe natürlich mitgekriegt, da wurde ein Frachtschiff versenkt. Jetzt müssen wir dann natürlich suchen. Gut, wir gehen mal wieder auf Standardfahrt. Um es möglichst realistisch zu halten. Ich habe zwar unendlich Treibstoff, Sauerstoff, Whateverstoff. Munition ist halt begrenzt, das heißt, wir müssen ab und zu mal zurückfahren. Strom ist unbegrenzt. Pack-News erhalten, wir lesen sie uns kurz schnell. Belagerung von Leningrad wird nach 2 Jahren beendet. Russland fast völlig befreit. Alles klar. Gut, wir gehen einfach mal wieder auf hohe Fahrt. Je schneller wir da durchkommen, desto eher können wir ein paar Schiffe finden. Und, ja, wir haben ein Problem. Hier sollte irgendwo ein Konvoi rumcruisen. Hier zum Beispiel. Wir gucken mal, fahren mal Kurs Norden. Vielleicht kommen wir. Ja. 3 Begleitschiffe. Das sind mir 3 Begleitschiffe zu viel. Unser Boot ist eh schon beschädigt. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Okay, wo sind die Löcher? Wir haben bestimmt irgendwo ein paar Einschlusslöcher auf der anderen Seite vielleicht. Auch nicht. Ja gut, gehen wir einfach mal in die Zentrale. Hier, da sieht man es. Unser Boot hat schon einiges an Schaden erleiden müssen. Deswegen gehen wir mal tünlichst allen Fliegern und so weiter aus dem Weg. Wir lassen das Zero draußen. Hier zum Beispiel ein HHK-Flugboot. Wo fliegt's? Ich kann es nicht sehen. Bin wahrscheinlich wieder blind. So, wir gucken kurz auf die Karte. Okay, hier fährt unser Boot. Und irgendwo da oben ist fliegen. Irgendwo hier. Da fliegt er noch. Geringe Höhe. U-Boot-Jagd. Kennt man ja. Der Witz an den HKs ist, sie treffen nichts. Ah ja, er hat uns gesehen gehabt. Hat uns aber nicht getroffen. Wir machen mal Zero dicht. Weil sonst haben wir gleich die halbe japanische Luftflotte am Arsch. Und wenn man das hat, ist es nicht lustig, weil dann hat man eigentlich nur noch Fliegerangriffe, Fliegerangriffe, Fliegerangriffe. Wir gehen raus. Radar auf volle Power. Wir fahren mal kurz darüber. Willst du mich verarschen? Ab unter Wasser.
Kaum ist Tag, fliegen die Japaner. Das Schiff kriegen wir nicht mehr. Wir können nur noch hoffen, dass uns ein anderes vor die Luken fährt. Wir werden mal versuchen ranzukommen. Wir brauchen 37 Stunden dahin bei 9 Knoten, 15 Stunden bei normaler Geschwindigkeit. Wenn das Schiff den Kurs geändert hat, haben wir halt jetzt verkackt. Fahren noch ein Stück. Da fährt anscheinend eine Einsatzgruppe unserer Leute. Wir können ja mal ein bisschen auf Kurs von denen gehen. Machen wir die zwei raus. Oh, oh, oh. Die fliegen an uns vorbei. Sehr gut, sehr gut. Wie sehen die Wetterverhältnisse aus? Kurz nach Sonnenaufgang. Passt. Wir gucken mal, ob wir unsere Verbündeten vor die Linse kriegen. Ein Schiff schnell. Ein Schiff schnell. Hm, was hat das wohl zu bedeuten? Warum habe ich das Radar nicht an? Das sind zwei Schiffe, die sind schnell unterwegs. Das heißt, wir gehen mal auf Torfahrt. Wir müssen unseren Kurs noch ein bisschen drehen. Wir wollen den möglichst nicht vor dem Bug laufen. Ha, 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 ha. Nicht ganz so schnell. Gucken wir mal, ob wir was erkennen können. Noch nicht. Okay, was haben wir? Zwei große. Ah, Passagierschiffe. Die haben immer eigentlich relativ gut Tonnage auf den Rippen. Und relativ wenig Bewaffnung, deswegen los hinterher. Wenn sie uns sehen und anfangen zu kurven, werden sie langsamer. Dadurch haben wir natürlich die Chance ranzukommen. Wir haben noch genug Sprengmunition und auch panzerbrechende Munition. Wir beschleunigen das ein bisschen, damit es schneller geht. Und Feuer und Feuer. Wir versuchen natürlich unterhalb von der Wasserlinie zu treffen. Anhand der Geräuschkulisse kann ich... Ja, das sind Spielspackungen. Da sind die Sounds auf einmal laut. Jetzt pass auf. Leise. Gut, wir versuchen das Schiff unterhalb der Wasseroberfläche zu treffen. Also unterm Wasser. Wir gucken mal, wo ist das andere? Das fährt da hinten. Haut ab. Okay, gut. Wir hätten natürlich Torpedos reinpumpen können. Aber ganz ehrlich... Halt, 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 halt. Langsam fahren. Wir können noch ein bisschen reinzoomen, dann können wir ein bisschen sehen, was. Es ätzt, dass die Spielsounds rumspacken. Ich kann auch noch mal ein bisschen leiser machen. Sprachlautstärke, Funklautstärke, Gesamtlautstärke. Das kann aber trotzdem noch passieren, dass die Kanonen übertrieben laut werden. Ich hab's gesagt, das passiert. Warum habe ich immer recht? Okay, machen wir das anders. 4, da hört man nichts. Kann nur sein, dass wenn wir wieder auf Normalfahrt zurückgehen, dass wir dann eine riesen Soundkulisse haben. Okay, das haben wir zerstört. Dann jagen wir das zweite. Los, hinterher. Ich glaube, der hat Angst. Jagen wir ihn hoch. Boom. Boom. Hopp, hopp. Stirb. Gleich haben wir wieder die halbe japanische Luftflotte am Hintern. Der hat heftigen... Der taumelt. Achtung! Es war klar, dass jetzt ein Lauter kommen muss. Das ist echt, tut mir leid, aber passiert manchmal. Manchmal, in Klammern sehr oft. Dann passiert gar nichts. Dann wird es wieder laut. Ich sollte Hellseher werden, verdammte Scheiße. Okay, den haben wir auch zerstört. Gut, zurück auf Kurs. Kurs ändern. Volle Fahrt voraus, schnell weg von den Schiffen. Wir gucken schnell, was haben wir versenkt. Einmal einen großen Truppentransporter mit 9000 Tonnen. Fast 9500. Und ein modernes Passagierschiff mit nochmal so viel Tonnen. Wir senden kurz einen Statusbericht. Ah, okay, wir haben unsere Mission erfüllt. Gesendete Meldung, wir haben insgesamt 32.000 Tonnen versenkt.
Das war's. Gut, wir müssen jetzt noch da unten. Ich weiß zwar nicht, was das Zeichen soll, aber okay. Gut, alle Meldungen. Patrouillen sind näher. Okay, dann fahren wir mal Richtung Süden. Patrouillieren hier ein bisschen. Guck mal, was so zu sehen gibt. Radar aktiviert. Ja, das waren die zwei Schiffe, die haben wir jetzt aber aufgerieben. Natürlich war es klar, dass die Japaner ihre Flugzeuge senden mussten. Die haben uns natürlich gesehen und direkt beschossen. Ein Fox-Traffic ist eingegangen. US Marines sind auf den Marshallinseln gestrandet, gelandet. Passt. Ist für uns nicht weit davon belang. Wir tauchen auf und heizen unseren Weg entlang. Radar einschalten. Wie immer. Dass die das nicht von alleine machen. Wundert mich eigentlich, aber okay. Gut, wir fahren unsere Suchkreise. Auf der Jagd nach Feindschiffen. Wir wollen keine Konvois jagen, wir wollen nur Einzelfahrer bzw. kleine Konvois jagen. Konvoi mittelschnell, das heißt, es sind mindestens 2 bis 5 Kriegsschiffe unterwegs. Nicht so die prickelnde Aussicht. Zwei. Okay, zwei, das können wir mal versuchen. Wir legen uns jetzt mal auf die Lauer. Hau mal den da weg. Okay, ich versuche jetzt mal was. Alle Maschinen stopp. Wir verlängern mal ihren Kurs ungefähr. Die sind noch ungefähr 30 Kilometer von unserer Position entfernt. Gut, von unserer Position aus, das sind zu viele Kilometer. Wir müssten mindestens auf 3, ja, maximal 3 Kilometer müssen wir hin. Das heißt, wir sollten noch, solange wir Zeit haben, ungefähr bis hierher. Ich hoffe, das klappt noch in der Folge, dass wir hier ein paar Angriffe fahren können. Mindestens ein, zwei Schiffe versenken. Gut, alle Maschinen stopp. Wir gehen jetzt mal runter auf 50 Metern in der Hoffnung, dass es uns nicht das Boot zerfickt. Wir speichern schneller und ja, speichern. Jawohl. Gut, dann gucken wir mal. Okay. Hier haben wir die Horchpeilungen, aber das interessiert uns eigentlich nicht. Mir ist es im Prinzip nur wichtig, dass diese Schiffe unbemerkt an uns vorbeifahren. Unser Boot aber relativ bestehen bleibt. Auf Seerotiefe. Ah ja, wir haben hier viele Frachter. Den Zerstörer würde ich gern als erstes wegpumpen. Darum. Ah, mal gucken, haben wir das schon im Blickfeld? 264, das heißt, die müssten mit der untergehenden Sonne kommen. Wir gucken mal nach dem Zerstörer. Der fährt da vorne. Ziel ist anvisiert. Torpedo auf normale Geschwindigkeit, langsam. Ich weiß es, da müssen wir noch ein Stück ran. Ich hoffe nicht. Wir sind mal still. Schleichfahrt, das heißt, dass die uns nicht hören können. Alle Subsysteme sind dadurch deaktiviert. Das heißt, sie können uns nicht hören. Und wir warten jetzt erst einmal noch ein bisschen ab. Okay, stopp, stopp, stopp. Zero ausfahren. Und jetzt gucken wir noch mal. Gut, die Sonne ist jetzt hinterm Horizont verschwunden. Das macht uns aber gar nichts. Er hält seinen Kurs. Wir gucken mal nach einem Schnelltorpedo. In der Hoffnung, dass er funktioniert. Oder wir nehmen Low. Feuer. Wir nehmen einen zweiten. Feuer. Wenn er das hört, haben wir jetzt verkackt. Wenn er anfängt zu kurven, haben wir es recht verkackt. Gut, wir haben hier unsere Torpedos. Wie gerade eben schon. Sie laufen schön ihre Laufbahn entlang. Ich hoffe, dass sie treffen. Wenn sie treffen, ist das Ding weg. Da Zerstörer ziemlich anfällig sind. Okay, da laufen beide relativ dicht hintereinander. Ungefähr gleiche Geschwindigkeit. Mir scheint es, als würden sie treffen. Und
Wir schalten oben auf Seerohr. Oder wir gucken es uns einfach aus der Nähe an. Machen wir die Folge jetzt geschwind ein bisschen länger, bis wir den Zerstörer hier zerstört haben. Okay, er hat mitgekriegt, da stimmt was nicht. Da laufen unsere zerstörerischen Torpedos. Ja, den Zerstörer haben wir kurz zerstört. Oh, dieses Wortspiel wieder. Gut. Wir halten uns bereit für die nächste Folge von Silent Hunter 4 Wolves of the Pacific. Und bis dahin, auf Wiedersehen.